Hey Moniz, herzlich willkommen zu unserem nächsten Interview. Heute sprechen wir mit Ines Günther. Ihr kennt sie natürlich als die zweite deutsche Stimme von Sailor Moon aus der 90er-Serie, aber jetzt ist sie wieder zurück und zwar als Sailor Cosmos. Liebe Ines, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um mit uns das Interview zu machen. Ja, das mache ich doch sehr gern. Ich freue mich ja darüber, dass ihr euch so freut. Ja, also das ist wirklich ein Hammer gewesen, an dem Tag, wo die Sailor Moon Cosmos-Filme rauskamen auf Netflix, und vor allem, wo dann Sailor Cosmos ins Bild gekommen ist, waren sehr, sehr viele Fans sehr positiv überrascht. Und an erster Stelle möchte ich dir vielen lieben Dank von zahlreichen Fans ausrichten. Unsere Mailbox ist explodiert an dem Tag, auf Social Media ging es ab. Hast du davon auch irgendwie was mitbekommen von den Fans? Ja, ich habe sehr viel mitbekommen und ich möchte mich jetzt gleich, also ich nutze jetzt einfach die Gelegenheit gleich, um mich bei all den Fans zu entschuldigen, denen ich zu spät oder vielleicht sogar gar nicht geantwortet habe. Ich bemühe mich sehr, aber ich bin schon nicht mehr die aller, also was heißt nicht mehr die allerjüngste? Ich bin einfach kein Profi mit diesen ganzen Social Media Sachen und es gibt da irgendwelche Messenger und dies und das und ich bin nicht überall zu Hause und vielleicht habe ich das ein oder andere überhaupt nicht gelesen und das tut mir dann sehr leid und ich möchte jetzt an dieser Stelle sagen, ich freue mich wahnsinnig über euer Interesse und über eure Freude und wenn ich irgendwas nicht beantwortet habe, liegt es nicht daran, dass ich das nicht tun möchte, sondern dass ich es schlicht und einfach nicht gefunden habe. Okay, aber es freut mich sehr zu hören, dass ja, sich die Fans dann auch bei dir gemeldet haben, sich bedankt haben, weil damit hätte jetzt wirklich niemand gerechnet. Und das ist schon die erste Frage. Wie kam es denn dazu, dass du nach all den Jahren wieder in das Sailor Moon Franchise zurückkommst? Ja, ich bin einfach angefragt worden. Das hat ja wieder, also diese Filme hat ja der Matthias von Stegmann aufgenommen. Der ist ja der Regisseur und hat auch die Bücher geschrieben. Und der hat mich einfach gefragt und hat gesagt, du, das wäre doch bestimmt im Sinn der Fans und die würden sich da bestimmt drüber freuen. Und dann habe ich sofort gesagt, ja, das finde ich auch eine tolle Idee. Und mir hat das auch wahnsinnig Spaß gemacht, das zusammen mit der Sabine Bohlmann. Ich war dann im Studio dann auch mal dabei und das war, wir kennen uns ja alle schon sehr lange und das war einfach eine Arbeit, die uns allen zusammen sehr, sehr viel Freude gemacht hat. Verstehe. Wie war es für dich persönlich nach all den Jahren? Ich meine, die letzten Synchronarbeiten zu Sailor Moon liegen ja Jahre zurück. Wieder diese, okay, es ist nicht die gleiche Figur, es ist halt die weit entfernte Zukunft von Sailor Moon, einen Charakter nach so langer Zeit wiederzusprechen. Es war schön. Also es hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht und natürlich erinnert man sich auch, wobei ich jetzt sagen muss, das ist schon eine ganz andere Rolle. Also das hat ja, also es ist nicht wirklich eine andere Rolle, aber es ist ein anderer Charakter. Es hat ja mit dieser quirligen Bunny, mit dem Schulmädchen, hat es ja nicht so viel zu tun, sondern das ist ja wirklich eine sehr weise Figur, eine sehr runde Figur. Und ja, also es ist eigentlich schon was ganz anderes gewesen. Und es war dann auch mal eine wirklich sehr schöne, interessante Erfahrung. Das stimmt, es hat nichts mehr mit dieser quirligen Bunny zu tun, die wir früher kannten. Es ist ja auch, wie gesagt, die weit entfernteste Zukunft von dem Charakter. War es schwierig für dich, wieder in diese Stimmlage reinzukommen? Möchten die Fans wissen? Nein, das war überhaupt nicht schwierig für mich, weil ich ja auch ein paar Jahre älter geworden bin und die Figur mir so natürlich viel mehr liegt. Also diese Bunny, das war eher, sage ich mal, meine jung gebliebene Seele. Das Schulmädchen von früher, das ich selbst war, habe ich natürlich nicht vergessen. Aber die Figur, die ich jetzt gesprochen habe, die hat natürlich viel mehr meinem Alter und meiner eigenen, ja, Identität entsprochen. Und deshalb war das für mich überhaupt nicht schwer. Okay.
bei uns Fans oder generell die Geschichte rund um Sailor Cosmos sehr komplex aufgebaut und es wird auch im Film, finde ich, sehr gut dargestellt, was so die ganze Storyline ist. Und du hast ja auch bei der Regie mitgeholfen, oder? Ja, genau. Wie ist es dann dort, wenn man an so einem Projekt teilnimmt, also für uns Laien, damit wir das besser verstehen? Man muss ja sicherlich die Geschichte, die Charaktere ganz gut kennen, um da die Regie anzuführen. Oder ist es irgendwie, wie kann man sich das vorstellen? Wie geht man mit solchen Charakteren um oder mit der Storyline, damit man ein bestmögliches Ergebnis produziert? Naja, also man macht sich natürlich vorher mit dem ganzen Film vertraut, also man schaut sich das komplett an und liest die Bücher und dann weiß man ja schon, wo die Charaktere hinführen und wo die Geschichte hinführt. Und dann hat man ja im Studio immer den Originalton, den man abhört und dann hangelt man sich quasi von Satz zu Satz und erarbeitet den zusammen mit dem Sprecher. Aber man hat natürlich das große Ganze, den Bogen hat man schon im Hinterkopf. Okay. Und nachdem du gesagt hast, den Film anschauen, wie fandest du es persönlich? Weil, wenn man es natürlich mit Sailor Moon von früher vergleicht, war das jetzt ziemlich harter Tobak. Es war etwas, ja, brutal als sonst. Was war dein Eindruck generell über diese Filme? Ja, brutaler, aber irgendwie hat mir diese Weisheit, die da drin liegt, gefallen. Das hat mich schon angesprochen. Das Brutale mag ich nicht so, da mache ich dann auch mal die Augen zu. Man muss auch dazu sagen, dieser Reboot von Sailor Moon, der ist ja auch für eine ganz andere Zielgruppe bestimmt. Das ist ja der 90er Anime, ja, war halt eher für die kleinen Kinder, lief im Nachmittagsprogramm und der Reboot richtet sich halt an diese Kinder von früher, die jetzt erwachsen geworden sind, in ihren 30ern, 40ern sind und quasi Sailor Moon wieder von neu erleben. Und ich kann mich erinnern, vielleicht du dich auch, wir hatten dich ja vor 10 Jahren auf der Leipziger Buchmesse zusammen mit der Sabine eingeladen gehabt. Ja, klar, erinnere ich mich. Wir hatten damals schon gesagt, es kommt was Neues, es kommt eine neue Serie, wer würde es sprechen, etc. Und ich fand es so lustig, weil ich das Interview jetzt wieder gesehen habe. Ihr wart euch damals irgendwie schon klar, du würdest gerne Regie machen und Sabine soll es sprechen. Und irgendwie nach 10 Jahren sind wir dort angekommen. Und irgendwie ist es für uns Fans auch so lustig, der Kreis schließt sich. Ja, das stimmt, der Kreis schließt sich, wobei ich ja nur wenig Regie geführt habe. Den Löwenanteil hat ja der Matthias von Stegmann geführt. Aber es ist trotzdem so, der Kreis schließt sich und ich finde das irgendwie auch richtig. Vor allem für die Fans, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Es ist schon episch, die beiden deutschen Stimmen in einem Dialog zu sehen. Es gab es so auch nicht weltweit in keiner anderen Adaption, dass sich da wirklich alle wieder getroffen haben. Und ich hatte gestern auch ein Interview mit der Sabine. Und Ja. ich habe dann auch wieder betont, ich finde es eigentlich sehr schön für uns Fans. Beide Sailor Moon Stimmen wirken bei diesem Reboot mit und auch beide Tuxedomar Stimmen, weil der Matthias hat auch die Regie gemacht und der Dominik hat in der ersten Staffel mitgewirkt. Und Schön. so ist es für uns, fürs Fandom, sehr schön zu sehen, dass ihr wieder dabei seid. Weil damals, ich weiß nicht, ob du diese ganze Story vielleicht mitbekommen hast, was das für ein, sag ich mal, kleines Drama im Hintergrund war, als die erste Staffel kam und alles wieder neu besetzt wurde. Und da waren lange hin und her, ging es her, ob Sabine wieder zurückkommt oder du zurückkommst oder eine neue Stimme zurückkommen. Das war schon eine kleine Story. Ja, ich weiß, ich weiß. Also das Gute ist, die Sabine und ich, wir sind ja Freundinnen und wir gönnen uns da gegenseitig alles. Und also ich kann das, und wir sind auch sehr verschieden, finde ich. Also wir sind in manchen Dingen stimmlich ähnlich, aber in anderen Dingen auch ganz verschieden. Und ich kann das total verstehen und die Sabine auch, dass da manche Fans das so sehen und manche so. Also wir sind da beide zufrieden mit und das finde ich eigentlich ganz schön. Also es wäre nicht schön, wenn dann da so eine Rivalität entstanden wäre. Glaube ich auch nicht. Es ist sehr spannend auch für uns zu beobachten. Wir sind ja sehr lange schon in der Fanszene aktiv und informieren die ganzen Sailor Moon Fans. Und jedes Mal, wenn
irgendwie Sailor Moon zurückkommt im Fernsehen oder jetzt mit den Filmen auf Netflix, merken wir immer wieder, wie alte Fans aus den 90ern wieder sich mit der Serie vertraut machen, sich informieren etc. Und momentan läuft ja auch Sailor Moon, also auch mit deiner Staffel aus den 90ern, gerade auf RTL 2. Und wir merken dann schon, wie viel alt-neue Fans wieder sich mit dem Thema befassen und auch bei uns mal wieder nachfragen. Und an dieser Stelle, liebe Fans, auf unserem YouTube-Channel haben wir auch Interviews mit den ganzen Synchronsprechern hochgeladen, auch eins mit dir, Ines, vor einigen Jahren. Hört mal rein, weil wir werden auch immer wieder mit Fragen konfrontiert und ich glaube, da werdet ihr auch eure Antworten finden. Ich habe hier noch eine Frage, Ines, hat jetzt nicht direkt mit Sailor Moon zu tun, aber haben auch einige gefragt. Man kennt dich auch aus anderen Zeichentrickserien, Animes, Cartoons. Was ist nach Sailor Moon ein Projekt, das dir auch noch sehr gut in Erinnerung geblieben ist? Ach, eigentlich ganz viele. Ich mag immer noch ganz gern die Kiki aus Darkwing Duck. Mhm. Ich liebe immer noch Benny Bunny aus Alice im Wunderland. Ich liebe immer noch die Sheila aus Sindbad der Seefahrer. Also da gibt es etliche. Das ist einfach bei, also früher Zeichentrick, mittlerweile ja Anime oder ja. Ich habe das immer deswegen schon allein so gern gemacht, weil man einem gezeichneten Charakter ja viel mehr gibt. Also wenn ich jetzt eine Schauspielerin synchronisiere, dann versuche ich möglichst ganz und gar in deren Charakter zu schlüpfen und deren Stimme so gut wie möglich zu bedienen. Mit meinen eigenen Mitteln natürlich, aber so nah wie möglich da ranzukommen. Und Zeichentrick lässt einem da natürlich eine ganz andere Freiheit und man kann ein Stück weit den Charakter selber mit formen. Und das macht so Spaß und deshalb liebt man diese Figuren, deshalb liebt man diese Figuren so ein Stück mehr. Das glaube ich. Das sind irgendwie alle ein bisschen, ja, Kinder, das ist jetzt vielleicht ein bisschen arg hochgegriffen, aber das sind so ein bisschen eigene Kreationen und die liebt man halt. Mhm. Also es gibt wirklich, weil ich habe Sätze noch im Kopf, die ich da gesagt habe und ja, also ich liebe sie alle. Das ist schön zu hören. Auch eine weitere Frage von Fans. Wurdest du mal erkannt an deiner Stimme, sei es jetzt an die Rolle von Sailor Moon oder anderen Charakteren, oder ist es auch so, man genießt so die Anonymität im Alltag? Ja, ich genieße die Anonymität im Alltag. Ich werde eigentlich nicht erkannt, nein. Mhm. Also ich werde höchstens an meinem Namen erkannt, das ist dann aber eher für Regiearbeit, also ich bin schon mal angesprochen worden, da habe ich eine Ferienwohnung in Österreich gemietet und dann hat der Vermieter zurückgeschrieben, ich kenne Sie, Sie haben doch bei der Serie so und so mitgeschrieben, dann läuft halt in Netflix oder wo auch immer der Name und dann kennen die den Namen. Also das ist mir schon passiert, aber dass meine Stimme direkt erkannt wird, ist mir eigentlich, glaube ich, noch nicht passiert, nein. Es ist aber auch bei Anime jetzt nicht wirklich naheliegend, ja. Ich spreche ja nicht wirklich mit dir. Also bei Sailor Moon ist es jetzt nahe rangekommen an meine eigene Stimme. Aber sonst diese typischen Zeichentrickchargen, die ich mache, diese haben ja mit meiner eigenen Stimme, mit meiner eigenen Stimmlage dann nicht so viel zu tun. Mhm, das glaube ich. Ich finde es dann immer spannend, weil ganz am Anfang, als ich auch mit der ganzen Synchronen Thematik in Kontakt gekommen bin. Als Laie denkt man das ganz schnell am Anfang, dass man immer so, so eine hohe Stimme hat, aber das ist dann, wie du schon sagst, dahin gesetzt, dass man das anders spricht. Ja, klar. Also wenn ich jetzt, oder ich meine, das ist ja nun auch schon sehr lange her, wenn ich als erwachsene Frau eine Bunny spreche, dann mache ich natürlich eine andere Stimme. Mhm. Logisch. Ja. Gut. Gibt es einen schönen Moment, eine Anekdote, etwas, was dir hängen geblieben ist von dieser Zusammenarbeit für die Kosmos-Filme? Ja, es war natürlich,
Also wirklich am schönsten war eigentlich, als die Sabine ins Studio kam und es war eigentlich dann in der Regiearbeit und als die Sabine dann kam und wir gesagt haben, wow, jetzt stehen wir hier zu zweit und arbeiten an Sailor Moon und ich mache die Regie und du sprichst und das war natürlich ganz klasse und es war auch toll, den Matthias da zu sehen. Ja, also das war einfach. Das war wirklich toll, weil wir haben schon viele andere Projekte zusammen gemacht. Ich habe ja unter seiner Regie nie Sailor Moon gesprochen. Das war jetzt das erste Mal. Aber trotzdem war es schön. Wir kennen uns alle so lange, lange Berufsjahre lang. Aber ich würde sagen, es war schon der Knallermoment war, als die Sabine reinkam und wir uns dann umarmt haben und uns richtig gefreut haben, dass wir das jetzt zusammen machen können. Das glaube ich. Ja. Und ja, ich glaube, da wären viele Fans auch Mäuschen dabei gewesen, weil so ein Bild, glaube ich, wird es so nicht mehr geben im Sailor Moon Kosmos. Hahaha, im Kosmos. Auf jeden Fall, es war auch für uns ein Highlight. Und was wir so herausgefunden haben, es wurde ja auch seitens den Fans immer wieder gewünscht, dass du dabei bist. Und natürlich hat sich das super ergeben, dass du die Kosmos sprichst. Und anscheinend haben sehr viele Fans dann auch die Sabine kontaktiert, etc. Und der Matthias hatte das dann auch auf dem Schirm. Und schön, dass es dann geklappt hat, dass es dann so gekommen ist. Jetzt hattest du als Kosmos jetzt nicht so viele Szenen, aber gab es da eine Szene, die schwierig einzusprechen war, oder war das für dich so, okay, ganz normal, oder ist dir irgendwas hängen geblieben aus dem Film, wo du sagst, das war eine schöne Szene? Also ganz am Schluss, wenn sie da auf dem Felsen steht, das war natürlich schon irgendwie sehr berührend, finde ich. Ich finde auch, man hört diese, du hast die Traurigkeit sehr gut rübergebracht, die Kosmos in diesem Moment gefühlt hat. Ja, Also. das habe ich auch so empfunden. Und also das war schon irgendwie ein sehr ernster, schöner Moment. Aber natürlich ist das eine professionelle Arbeit, die man macht. Man empfindet das dann in dem Moment so, wenn man das spricht, aber wenn das dann gesprochen ist, ist es auch wieder gut. Verstehe. So. Ja, das meiste, was uns erreicht hat, war, wie du dazu gekommen bist. Das hat uns natürlich sehr gefreut. Gibt es von deiner Seite aus noch etwas, was du den Fans sagen möchtest? Ja, ich danke den Fans wirklich ganz, ganz herzlich für diese, man kann ja schon sagen, jahrzehntelange Treue. Das finde ich ganz berührend. Ich habe so nette, warmherzige und tolle Zuschriften bekommen. Ich möchte nochmal sagen, dass ich nicht so firm mit all dem bin. Wenn ich nicht antworte, dann tut mir das wirklich leid, dann sollen Sie es vielleicht auf einem anderen Kanal probieren. Vielleicht bin ich da eher unterwegs. Also, mich erfüllt da eine wirklich große, große Dankbarkeit für so viel Zuneigung und Freundlichkeit. Und was ich auch so toll finde, ist, dass eigentlich hat sich mir gegenüber nie einer böse geäußert. Also, es gab Fans, die gesagt haben, sie wollen lieber die Sabine hören. Das habe ich ja schon gesagt, dafür habe ich größtes Verständnis. Aber da hat keiner gesagt, ich finde die Ines Günther schrecklich, ich will nur die Sabine hören, sondern die haben dann eigentlich nur immer gesagt, sie finden jetzt die Sabine toller. Und das finde ich einfach so schön. Da ist nie was Böses oder was Negatives geschrieben worden oder gesagt worden. Und das finde ich eine ganz tolle Haltung. Dafür bin ich sehr dankbar. Das ist schön zu hören. Ja, diese persönlichen Geschmäcker, ich glaube, es kommt auch darauf an, mit welcher Stimme man groß geworden ist, ob man jetzt, sage ich mal, Sailor Moon damals zuerst mit Sabine auf dem ZDF mitbekommen hat oder dann mit dir auf RTL 2. Ich glaube, das spielt auch sehr viele Faktoren mit rein. Sieht man auch in anderen Serien, in anderen Synchronfassungen, wenn es zwei Fassungen gibt, da gibt es halt immer Team A und Team B. Ja, aber für mich persönlich, die gehört beide zu diesem Universum, zu diesem Kosmos. Und wie gesagt, auch von uns, vom Sailor Moon German Team, vielen Dank nochmal. Wir haben uns sehr, sehr gefreut. Und ja, wie es mit Sailor Moon weitergeht, wir wissen es alle nicht. Offiziell ist der Reboot in Japan beendet, aber Ja. man weiß ja nie, was kommt. Ich meine, erfolgreich ist das schon, sonst würde es ja nicht weiter und weiter gehen. Wir sind einfach gespannt und sehen, was die Zukunft bringt, würde ich sagen.
Genau, so machen wir das. Mir geht's genauso. Und wenn ich wieder irgendeine Anfrage in irgendeiner Richtung bekomme, bin ich auf jeden Fall dabei. Das ist super. Gell? Gut, dann, liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören. Danke dir, Ines. Ja, sehr gern. Im Namen des Mondes werden wir euch weiter informieren. Ja, danke. Im Namen des Mondes freue ich mich über alles, was ich höre aus der Sailor Moon Fangemeinde.